Ja, wir sind wieder in Adopt-Mew, das freut mich. Freunde, heute machen wir ein Bildbattle. Freunde, heute wird es einen Prank geben. Ganz ja. Das ist mein Weihnachtshaus vom Jahr 2020. Prank! Was geht? Claudio hier mit Katja. Katja, wir haben heute was ganz Spezielles vor. Ja, wir sind wieder in Adopt-Me und das freut mich. Wir sind endlich wieder in Adopt-Me. Ich liebe es, in Adopt-Me zu sein. Ich auch, tatsächlich. Ich liebe es. Freunde, heute machen wir ein Bildbattle. Bildbattle! Weißt du nicht schon drauf, Katja? Ein Bildbattle. Und zwar nicht nur ein Bildbattle, sondern ein... Ein Weihnachtsbildbattle. Wir machen heute was Weihnachtliches. Ganz schön Christmassy. Ja. Würde ich mal schätzen, mit so einem Kamin und so ein bisschen so kuschelig gestalten, gemütlich. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Und Katja, ich würde sagen, wir müssen nicht auf Zeit machen oder wir können uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Ich würde sagen, ich beginne jetzt. Oder wir beide beginnen jetzt eher. Ich würde sagen, ich stumme mich jetzt im Discord und viel Spaß. Viel Spaß. Okay, Freunde, ich bin stumm im Discord. Freunde. Heute wird es einen Prank geben. Und zwar habe ich schon im letzten Jahr mit René ein Tiny House weihnachtlich eingerichtet. Ich zeige euch mal. Ich zeige euch mal das Ganze. Und ich werde heute einfach dasselbe Haus wieder verwenden. Und Katja wird jetzt die Mühe machen und ein ganzes Haus bauen. Und ich werde jetzt in der Ruhe, glaube ich, mir einen Tee machen und relaxen. Schaut mal. Ho, ho, ho. Das ist das Haus vom letzten Jahr. Und ich bin gespannt, ob Katja das Haus hier schlagen kann. Weil ich finde, das Haus war schon ziemlich stark. Ja, Freunde. Ich würde sagen, ich bin fertig mit dem Haus. Ich setze mich hier ein bisschen auf die Couch und warte jetzt, bis Katja fertig ist. Und gehe mir währenddessen ein Tee holen, spiele ein bisschen an meinem Handy, bin auf TikTok unterwegs und sonstiges. Bis dann! Thank you.
My bad habits. Night. Conversation with the stranger. No. So, Freunde, 9 Minuten verstrichen. Katja, ich bin fertig, wie sieht's mit dir aus? Nein, ich bin noch nicht fertig, Claudio. Ich brauch noch ein bisschen. Ah, gut, dann warte, da gebe ich dir noch ein paar Minuten. Okay, beeil dich, ich gebe dir noch ein paar Minuten. Okay. Freunde, Katja, weiß immer noch nicht, dass ich schon mit dem Haus fertig bin. Nach 9 Minuten vor allem, aber gut. Ich würde sagen, ich warte noch eine Weile und ja, bin dann gespannt. So, Katja, bist du endlich fertig? Ja, ich bin fertig. So, weißt du was, Katja? Ich komm zuerst zu dir. Oh, okay. Und? Wow, richtig cool. Merry Christmas, schön in den Farben. Rot und grün. Sieht richtig, richtig gut aus, Katja. Man merkt, du bist immer und immer besser beim Bauen. Dankeschön. Das ist so nett. Das ist so nett. Mit den Kerzen und mit dem Kamin. Ist richtig gut gemacht, also muss ich jetzt sagen. Ja, und schau mal, das soll ja wie so ein Gitter sein, oder? Wie so ein Fenster, voll cool.
Ja, das ist quasi so ein Fenster. Oh, ich kann da rein. Ja, du kannst da rein. Ups. Ups, weil ich die ganze Zeit richtige Struggles hatte. Oh ja. Weil ich halt damit, weil ich dachte so, ich kann nicht rein. Oh, okay. Dann habe ich immer nur gesehen, du kannst da rein und ich bin so, ah, oh, stimmt. Ja, okay. Aber das sieht richtig, richtig gut aus, Katja. Ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Auch vor allem in diesem Braun, das ist so Lebkuchen, oder? Ja, ist nicht Lebkuchen, aber so ähnlich, ja. Sieht so aus. Ich dachte so tatsächlich, also für mich ist halt so, so Weihnachtsfarben sind die typischen so, diese Braun, also Rot, Grün und Braun. Ja, weil ist richtig, Braun ist cool. Weil es halt so ziemlich... Ja, Holz und sonstiges Lebkuchen aus. Ja, genau. Klar, absolut richtig, Katja. Genau. Katja, weißt du also, was? Wir gehen rüber. Ja. Freunde, zeitgleich kommt ein Community-Post online, wo ihr abstimmen könnt, welches Haus besser ist. Und Katja, komm mal rüber zu meinem Haus. Okay, mach ich. Oh! Ja, Katja! Ja. Das ist mein Weihnachtshaus vom Jahr 2020! Brand! Wir haben doch... Wir haben 2021, ne? Katja, das ist ein Prank! Und zwar ist das mein altes Haus. Ich habe schon mal mit René damals bei Zock mit mir ein Bildbattle gemacht. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich benutze einfach dasselbe Weihnachtshaus. Ach, deswegen warst du nach 9 Minuten fertig. Was hast du dir... Aber was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich habe mir einen Tee geholt, ich bin spazieren gegangen, ich bin zu Felix gegangen, hab mit Felix gequatscht, ja. Ah, ja, Katja, alles klar, leid. Claudio. Mhm. Ja, mhm. Aber trotzdem, wie findest du denn das Haus vom letzten Jahr? Sieht gut aus, oder? Nein. Wie? Nein, das sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus, Claudio. Hä, meinst du das ernst? Das sieht richtig gut aus. Schau mal. Ich habe gerade richtig viel Zeit gebraucht, um mein Haus zu bauen. Und du bist einfach nur, kommst hier einfach nur hier hin und sagst so, ja, ich habe einfach nur mein Haus vom letzten Mal genommen. Ja, das. Was ist das? Ja, Katja, ich habe mir gedacht, ich benutze das Haus vom letzten Jahr. Ja, Freunde, egal. Freunde, ist es regelkonform? Darf mein Haus bewertet werden? Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ihr dürft im Community-Post abstimmen, ob ich gewonnen habe oder verloren habe. Stimmt einfach ab. Katja regt jetzt noch eine Weile auf. Ich würde sagen, ansonsten lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Katja, ja. Katja, du beruhigst dich jetzt, denn wir müssen noch weitere Videos aufnehmen. Ich beruhige mich jetzt, ja. Freunde, ich glaube, es wird noch ziemlich schwierig mit Katja weiter aufzunehmen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen bei ihr. Aber egal, Freunde. Tschüss.